Wenn bei der Berlinale die Bären vergeben werden, dann ist es meistens ziemlich kalt am roten Teppich. US-Schauspieler Bill Murray kommt deshalb vorsichtshalber mit einer Pudelmütze. Die Schauspielerin Franziska Petri nutzt ihren Kopfschmuck für ein politisches Statement. Sie zeigt Solidarität mit dem inhaftierten russischen Regisseur Kirill Serebrennikov. Statements zur MeToo-Debatte gibt es eher keine zum Abschluss der Berliner Filmfestspiele. Dafür geht der Hauptpreis an eine Filmemacherin. Die rumänische Regisseurin Adina Pintilie nimmt den Goldenen Bären für ihr Dokudrama Touch Me Not über den Umgang mit Sexualität entgegen. Auch der große Preis der Jury geht an eine Frau. Die polnische Regisseurin Małgorzata Szumowska wird für ihre Sozialsatire Mag geehrt. Um eine starke Frauenrolle geht es auch in dem paraguayischen Film Die Erbinnen. Anna Brun bekommt dafür einen Silbernen Bären als beste Schauspielerin. Der Franzose Anthony Bajon wird als bester Schauspieler ausgezeichnet. US-Filmemacher Wes Anderson wird für seinen Animationsfilm Isle of Dogs als bester Regisseur geehrt. Den Preis nimmt Bill Murray entgegen, der einer der Hundefiguren seine Stimme leiht. Er habe nie gedacht, dass er als Hund zur Arbeit gehen und mit einem Bären nach Hause fahren würde, sagt der US-Komiker bei der Gala.